Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Seit Beginn der Industrialisierung Mitte des 18. Jahrhunderts hat die Lebensweise des modernen Menschen dazu geführt, dass sich die Konzentration der Treibhausgase Kohlendioxid, Methan, Lachgas und der fluorierten Treibhausgase massiv erhöht hat. Die dadurch zusätzlich ausgelöste Erderwärmung ist der vom Menschen gemachte Klimawandel. So hat zum Beispiel die Konzentration von Kohlendioxid um 40% und die des 28-mal schädlicheren Klimagases Methan um fast 150% zugenommen. Und Lachgas findet sich heute zu 20% mehr in der Erdatmosphäre als noch vor der Industrialisierung. Es ist 265-mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Was den CO2-Fußabdruck eines jeden Einzelnen betrifft, wird man feststellen, dass wir auf zu großem Fuß leben. Jeder Österreicher verursacht zurzeit durchschnittlich 12,5 Tonnen Kohlendioxid. Das ist 6-mal mehr, als jedem Menschen eigentlich in der Zukunft zusteht. Viele Dinge können wir ganz leicht selbst verändern, vom Konsumverhalten angefangen bis zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass jemand anders für uns das Problem löst. Letztlich gibt es keine klimafreundlichen Produkte, nur einen klimafreundlichen Lebensstil. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Pandemie und somit größte Gesundheitskrise der Zweiten Republik hat uns leider immer noch voll im Griff. Es ist das omnipräsente Thema in der Bevölkerung und den Medien. Verständlicherweise rücken dadurch andere Themen in den Hintergrund. Darum möchte ich einige Dinge wieder in unser Gedächtnis rufen. Nach wie vor brennt der Amazonas-Regenwald, die grüne Lunge unserer Erde. Die Plastikinseln im Meer wachsen in derselben Geschwindigkeit, in dem der Regenwald schrumpft. Dasselbe Drama spielt sich im Kongo ab. Brandrodungen des Urwalds nehmen kein Ende. Kinder schürfen Kobalt für unsere Elektroautos und haben eine Lebenserwartung von nicht einmal 30 Jahren. In der Wüste von Südamerika wird durch das Fördern von Lithium ganzen Dörfern das überlebenswichtige Wasser im wahrsten Sinne des Wortes abgegraben. Im direkten Vergleich zeigt sich, dass Lithium in seiner aktuellen Abbauform in etwa so schädlich ist wie Diesel oder Benzin. Akkus von Elektroautos enthalten je nach Modell zwischen 12 und 19 Kilogramm Lithium. Alte, ausrangierte Autos mit einem CO2-Ausstoß, der jenseits von Gut und Böse liegt, werden von West nach Osteuropa transportiert und fahren dort noch einige Jahre und verpesten dort die Luft. Deutschland schließt begrüßenswerterweise alle Kohlekraftwerke. In China zum Beispiel sind aktuell noch 1077 Kohlekraftwerke in Betrieb, 281 in Indien, 236 in den USA. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, was ich damit sagen möchte, genau so, wie wir die Corona-Pandemie nur gemeinsam lösen können, wird es auch mit der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Luftverschmutzung nur gemeinsam gehen. Aber ob völkerrechtliche Automatismen dafür richtig sind, wage ich zu bezweifeln. Dem Bundesgesetz, mit dem das Chemikaliengesetz, das Bundeskriminalamtgesetz, das fluorierte Treibhausgasgesetz und das Biozidproduktgesetz geändert wird, werden wir gerne zustimmen, da eine bessere Regulierung von Stoffen, die zu Explosionsstoffen verarbeitet werden können, gewährleistet wird. Raschere Hilfe durch Vergiftungszentrale wird möglich, durch höhere Informationspflichten werden krebserregende Chemikalien mittelbar reduziert und der Arbeitnehmerschutz vor Chemikalien wird verbessert. Außerdem wird es den Vollzugsbehörden erleichtert, den illegalen Handel mit fluorierten Treibhausgasen und Geräten, die diese Gase, zum Beispiel Kältemittel enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, wirksam zu unterbinden. Denn der in der EU festgestellte illegale Handel gefährdet die Klimaziele in diesem Sektor und schadet den Unternehmen, die auf legale Weise mit fluorierten Treibhausgasen handeln und die vorgeschriebenen Quoten einhalten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht. Dankeschön.